Heute ist Vorsicht geboten, denn Sturmtief Hermine wird über uns hinwegfegen. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net und einen wunderschönen guten Morgen. Lasst dem Video doch gerne den Daumen nach oben da. Klickt auch auf Abonnieren, damit ihr richtig gut rund um das Thema Wetter informiert seid. Und Hermine hat auch stellenweise wirklich Winterwetter im Gepäck, besonders in den höheren Lagen der westlichen Mittelgebirge. Da kann es weiß werden, da sind dann stellenweise auch mal 10, vielleicht sogar bis zu 20 cm Schnee möglich. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die große Wetterlagenkarte und da können wir sehen, dass Hermine momentan vom Zentrum her noch nordwestlich von uns liegt. Allerdings diese Isobaren, die Linien gleichen Drucks, die dicht gedrängt sind, die liegen über Deutschland und die sorgen eben bei uns für den Wind und dann eben auch für Sturmböen, stellenweise auch schwere Sturmböen und orkanartige Böen. Die treffen dann natürlich besonders die Küstenregion, aber auch die höheren Lagen. Wir schauen uns das nochmal genauer an und schauen auf die Ensemble-Vorhersage vom GFS-Modell für die Nordseeküste. Und da sehen wir die Windböen, die erreichen dann zwischen knapp unter 80 km pro Stunde und knapp über 100 km pro Stunde laut den einzelnen Ensemblemitgliedern. Da kommt doch also jede Menge Wind auf uns zu. Heute im Tagesverlauf gibt es dazu zu dem Wind auch noch immer wieder Regen, Schneeregen und eben in den höheren Lagen der westlichen Mittelgebirge dann auch Schneefall. Das wird vor allen Dingen den Westen treffen. Im Osten, da werden wir nicht so viel davon mitbekommen. Hier sind zwar auch mal ein paar Regentropfen und mal auch ein paar einzelne Schneeflocken mit unter dem Regen dabei. Allerdings wird es hier häufig trocken bleiben und ab und zu, da kann sich auch mal die Sonne zeigen. Das Ganze dann bei Temperaturen von bis zu 7 Grad, stellenweise vor allem im Bayerischen Wald, da wird es aber auch im gesamten Tagesverlauf frostig bleiben. In der Nacht, da werden die Werte schließlich auf 4 bis minus 7 Grad zurückgehen. Dazu sind viele Wolken am Himmel unterwegs. Es wird weiterhin örtlich Regen, Schneeregen fallen, in den höheren Lagen auch Schneefall. Und hier ist wieder Vorsicht geboten, denn wenn der Regen oder Schneeregen auf den gefrorenen Boden trifft, dann kann es richtig glatt werden, wenn der Regen gefriert. Das heißt, am Montag früh auf dem Arbeitsweg seid bitte alle vorsichtig unterwegs. Auch im Tagesverlauf, da werden immer wieder nochmal Regen, Schneeregen und dann auch Schneefall mit dabei sein. Dazu werden dann 0 bis 6 Grad erreicht und viele dichte Wolken. Im Norden, da wird sich aber ab und zu auch mal die Sonne zumindest für kurze Augenblicke zeigen. Am Dienstag, da gibt es weitere Schauer und dann auch Schneeregen und Schneefälle, die vor allen Dingen wieder im Süden des Landes bei 1 bis 6 Grad. Am Mittwoch, da kommen die Werte auf bis zu 5 Grad voran. Es sind immer noch ein paar Schneeflocken mit dabei. Häufig wird es aber trocken bleiben und vor allem im Norden, da kann sich dann auch mal die Sonne über längere Zeit zeigen und vom Himmel lachen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Habt noch einen wunderschönen Sonntag. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei wetter.net.